was denn heute Mittag hier im Maler- und Lackierer-Fachhandel, was Fachgeschäft, so alles angeboten wird. Wenn die Ehrenwerten Katharinenmarktmeister heute Mittag hier zur Abholung des jetzt neuen amtierenden Katharinenmarktmeister in das Geschäft Farbenhaus Börner kommen. Ich freue mich, dass der Frank dieses Jahr der diesjährige Katharinenmarktmeister ist. Ich mich auch. Und ich denke, er hat sich würdig erwiesen, mit seinen ganzen Reden den Katharinenmarktmeister-Button tragen zu dürfen. Richtig. Frank, die obligatorische Frage. Bist du schon nervös? Ein bisschen schon, ja. Aber es wird gleich vorbei sein. Wir stehen alle in der Lage, ist sehr gut. Das Wetter ist sehr gut. Alles bestens. Karl, erzähl du was. Immer mischen. Okay. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Steinauerinnen und Steinauer, werte Gäste. Ich freue mich, Ihnen heute Abend als der 40. Katharinenmarktmeister ein wenig vom Berufsstand des Maler und Lackierers berichten zu dürfen. Zahlreiche Spezialisierungen des Berufes haben sich in der Vergangenheit entwickelt. So gehören der Theatermaler, der Kirchenmaler, der Schriftenmaler, der Porzellanmaler oder der Vergolder allesamt in die Zunft des Malerhandwerks. Um seinen Bedarf an Kalk für die Herstellung von Farben oder Putzen zu decken, hatte jeder Weißbinder hinter seiner Werkstatt eine Kalkprobe. Das Herstellen der verschiedenen Anstrichmittel lag in der Hand des Meisters. Mit dem Einzug von industriell gefertigten Farben und Lacken gegen Anfang der 60er Jahre hat sich das Berufsbild des Maler und Lackierers grundlegend gewandelt. Farben mussten nicht mehr selbst angerührt werden, die Qualität und Langlebigkeit der Lacke und Putze hat sich verbessert. Man konnte plötzlich dem Kunden eine Vielzahl von Farbtönen anbieten und nicht zuletzt wurden die Materialien anwendungsfreundlicher. Neben den klassischen Aufgaben eines Malers, wie zum Beispiel Tapezieren, Streichen und Verputzen, haben sich in den Zeiten der gestiegenen Energiekosten Wärmedämmarbeiten im Innenraum und an der Fassade zu einem großen Betätigungsfeld entwickelt. Mit dem Umzug nach Steinau vor 43 Jahren eröffneten meine Eltern zusätzlich ein Wabengeschäft mit dem Verkauf von Farben, Tapeten und Bodenbelägen. Am Ende meines Überblicks in die Welt des Maler- und Lackiererhandwerks angekommen, bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen farbenfrohen und herbstlich bunten Katharinenmarkt 2015. Vielen Dank. Die Uhren stellt er.
gut, dass wir geübt haben, habe ich hier gehört. Aber zum Schluss sind wir wieder alle beisammen, das ist ganz wichtig. Beisammen sind wir alle, liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger, ich begrüße Sie hier recht herzlich auf dem Kumpen zur Eröffnung des 726. Katharinenmarktes. Sie sehen mich heute hier, ja, mit einer ganz besonderen Jacke, mit der orangenen Montur des Bauhofs, und vorhin ist schon gefragt worden, warum heute in Orange. Heute deshalb in Orange, weil ich an dieser Stelle auch mal ganz besonders Danke sagen möchte. Nicht nur den Mitarbeitern des Bauhofes, die ja in den letzten Wochen hier sehr viel zu tun hatten. Die Puppenspieltage mussten mit Auf- und Abbau beendet werden. Es ging dann gleich weiter mit dem Katharinenmarkt. Diese Kleidung, die ich heute hier anhabe, soll auch ein äußeres Zeichen dafür sein, dass wir alle recht herzlich Danke sagen denjenigen, die im Hintergrund arbeiten, Kolleginnen und Kollegen vom Bauhof, vom THW, von den Hilfsorganisationen, von den Feuerwehren. Und ich denke, das ist auch mal ein ganz besonderer Applaus wert. Das Festzelt auf der Mauerwiese bietet auch wieder ein vielseitiges Programm. Und bei allen Veranstaltungen gilt Eintritt frei. Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders dem, ja, jetzt heißt er ja EKOM, Ehren-Katharinen-Markts-Obermeister, Karl Lotz, welcher dieses Jahr in seinen Obermeister-Ruhestand getreten ist, danken für seine 25-jährige Amtszeit und ihm für seine weiteren Katharinenmarktjahre alles Gute wünschen, und seinem Nachfolger Katharinenmarkt-Obermeister Michael Fuchs zur Zepterübernahme gratulieren und ihm immer gutes Gelingen für die kommende Zeit wünschen. Und ich denke, auch das ist ein Applaus wert. Danke auch dem Katharinenmarktmeister 2014, Frank Schittrigkeit, der bereits bei der Vorstellung des diesjährigen Marktmeisters feierlich aus seinem Amt verabschiedet worden ist. Meine besondere Hochachtung und mein Dank gilt dem diesjährigen Katharinenmarktmeister Frank Börner, der nun auch in unserer Markthalle mit seinem Bild zu bestaunen ist und der heute Morgen die Residenzmahlzeit eröffnet hat. Ich denke, das hat sich auch so gehört im 40. Jahr des Jubiläums. Der Katharinenmarktmeister, das nicht der Bürgermeister eröffnet, sondern der Katharinenmarktmeister, der Amtierende. Hiermit erkläre ich den 726. Katharinenmarkt für eröffnet. Das ist erwischt.